Hä? Ah, da lang. Es ist ein Wasserreservoir. Wieder mal ein Bild machen. Ah, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur ja. Gehörte sozusagen ihnen. Das ist richtig. Was um Himmels Willen ist das? Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Wow. Fraser, hier drüben. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Auch eine der Figuren, die sie hat. Mädchen, stell sie drauf. Dein Vater war auch hier, stell sie drauf. Mein Dad war hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Das Ganesha nicht. Wie rührend. Ihr Vater war doch hier. Gut, dass ich das dabei ohne Tür. Einmal sind die Dinger nicht mehr da. Stehen dann nicht mehr drauf. Geil. Fehler. Ja, hier durch. Papagei. Oh. Umwerfend. All diese Pracht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir dahin? Jetzt die Frage. Ich frage alle Fragen. Unterspringen. Ist, glaube ich, das Wasser zu niedrig. Da ist irgendwas. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Hoch.
Aber es sieht tief genug aus. Ach, du willst doch springen. Dann spring noch. Komm, Nadine. Das Wasser ist herrlich. Komm her. Schnell, bevor er keine Luft mehr bekommt. Okay. Jetzt da hoch. Ah, nee, hier. Da lang. Da kommen wir wieder rein. Alles klar. War mal wieder klar. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Ja, hoffen. Und wieder ein Bildchen. Das Handy ist ja noch, hat ja noch Speicherplatz. Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey, Nadine Ross! Oh mein Gott, was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Ah, Lugscheißer! Darf ich noch mal hoch, du? Du Mädchen. Ja, nicht nochmal. Bereit? Ich hab dich im Auge. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Das wäre eine hübsche Stadt. Wir können rüberstehen. Komm, Nadine. Wo bleibst du? Soll ich jetzt hier nochmal runterwerfen? Immer unter Wasser. Also Kinder, wenn ihr mal so ein Abenteuer erleben wollt, zieht Baumwollkleidung an. Okay, immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich auch. Ein Handtuch. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Mein Gott. Ach du Siehst Scheiße. Du weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Aber das ist ein... Da gehen Treppen hoch. Schatz. Sieht aber ziemlich gut. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Sieht aus wie ein Dolch. Was auf.
Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Er ist schon hier. Noch ein Schatz. Geht's da ein Trinkgefäß. Mal sehen. Nein, jetzt nicht. Ich bewundere immer die Leute, die sich das alles ausdenken müssen. Um uns Gamern zu faszinieren. Ein Applaus an die Gamer. Nicht an die Gamer. Doch, auch an die Gamer, aber auch an die Spielemacher. Ich drehe hier mal am Rad. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um Schiefers Hals auf. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Also einmal hoch auf die alte Dame. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Andere Richtung. Nächste Kurbel. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Ach was. Ich hab's zuerst entdeckt. Okay, ich sollte mich beeilen. Das war nichts. Fraser! Aber woran beeilen? Ich weiß nicht, was er von mir will. Na, gleich nochmal. Was denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich hab's jetzt. Jetzt habe ich's aber richtig so. Ich muss wieder runterspringen und dann wie eben hochkommen. Aber ist zu weit weg. Okay, doch nicht. Wie denn? Da.
Oh. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, super Vorschlag. Ah, das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Wow, ich kann von hier mein Haus sehen. Zack. Noch so eine Tür. Oh. Jetzt wird der Raum geflutet. Also was ist hier? Ja, bin gleich unten. Gut gemacht. Danke. Auf dieser Seite kann man nicht hochklettern. Fraser, wir können von hier auf die Plattform springen. Hast du recht, hast du recht. Aha, dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Was Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh, Scheiße, es geht los. Festhalten! Geschafft. Dass die Mädels immer noch so eine Power haben, Alter. Ich nehme das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Was passiert jetzt? Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Jetzt kommt Asaf. Hey. Oh, wollen wir? Ach so. Hier hoch. Was ist? In einem Moment wissen wir mehr. Was gleich passiert. Ah, damit füllen wir die Dinger auf. Das klingt doch gut. Ja. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Als ob. Na los. Geronimo! Komm schon, Nadine. Was ist das alles? Voller Kick.
Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. Jetzt ist richtig. Sieht gut aus, ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Du hattest recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast? Ich hab doch gedrückt. Voll ins Wasser. Es war zu weit. Jetzt richtig. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Okay. Schau hoch, die Statue steht. Ah, okay. Ach so. So, und jetzt muss ich nochmal zurück, um das Licht neu zu richten. Warum hilfst du eigentlich nicht mit? Man muss noch ein bisschen nach da. Nur auf der anderen Seite noch. Okay. Aber auf der anderen Seite ist doch keine Statue, das ist das Problem. Ich sehe schon, hier gibt es noch voll die Ballerei, Alter. Wenn es schon so viel Deckung hier gibt. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Musst du dich draufstellen? Aber werd bitte nicht blind. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Vorsicht, die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Okay, da ist was. Oh Mann. Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe von hier drüben nichts. Warte, halt noch eine Sekunde still. All das Wasser. Das ist eine Reinigungstour. Oh, du kannst den Spiegel erst hinlegen. Scheiße. Sie haben uns gefunden. Mach dich bereit. Was habe ich gesagt? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, nein, nein, nein. Oh, scheiße. Los.
Oh, jetzt ist auch noch meine Batterie fast leer. So Leute, ich mach mal kurz Pause, ich muss den Controller mal kurz anschließen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich musste nur mal kurz den Controller anschließen. Wo ist denn die Granate habe ich schon. Da, wir können durch diese Tür raus. Na los. So. Oh, scheiße. Ja, alle eine Macke. Die nehme ich noch gerne. Die auch. Jetzt hat uns Asaf. Mit der gläserlosen Brille. Oh, ein ganz schön heftiger Stoß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kommt, Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten, trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Was zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Klar. Die Lorbeeren nehme ich. Tja, bringen wir es zu Ende. Okay, okay. Dann bringen wir es mal zu Ende. Also, Nadine Ross.
Ich gehe ja schon. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Das stinkt hier so. Gott. Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, bei uns auch. Auch, aber wir konnten manchmal baden. Sie hat mir jetzt einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Das ist nach Teil 4. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh Mann. Das hat Klasse, danke. Alles wie Kleinkinder. Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich.